Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit den Römern. Und ja, wir rammen uns jetzt mal durch zwei Fullstack-Armeen durch. Also 1000 gegen fast 4000, warte mal. Ja, 3600. Gut, und er sagte, wir haben keine Chance. Ich sage, wir haben eine Chance. Warum? Weil wir Rammen haben und er nicht. Das heißt, wir machen Folgendes. Also, die Katapulte bleiben natürlich hinten. Trocken ist natürlich super. Wir wissen halt nicht, wo von welcher Seite er kommt. Also als seine Verstärkung. Also realistisch gesehen müsste seine Verstärkung von hinter ihm kommen. So, also. Wir machen mal komplett alles weg. Da kann man immer besser sehen. So. Ich tu die jetzt alle komplett vor, damit die ja, sofort schießen können. Super. Und General geht auf die rechte Seite. Der geht außen. Es nähert sich feindliche Unterstützung. So, immer schön versuchen, den Feind eben von der Seite zu bekommen. Genau, und hier sind schon mal schöne Artilleriefeuers. So, ist schon tot. Das ist wunderbar. Eines unserer Schiffe wird geentert. Jetzt nicht mehr. Okay, das hat auch wunderbar geklappt. Die Katapulte kommen jetzt mal weiter nach vorne. Unser General wird angegriffen. Super, das hat ja auch wunderbar geklappt. Unserer Schiffe wird geentert. Jetzt nicht mehr. So, okay, die gehen ja schon mal auf die Flanke raus. Ah, nee, warte. Da geht er auch mal weg. Das ist halt der, Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Immer blöd, weil die Schiffe, die feindlichen Frags, die ja, verhindern halt das gesunde Rammen, sag ich mal. So. Okay, also das ist schon mal die erste Flotte. Und die zweite kommt zugleich.
Und am besten noch ein bisschen weiter vor. Okay, dann mache ich mal Gas, ne? Der traut sich ja selbst nicht. So, Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Nummer 1, der bekommt natürlich zweimal. So. Okay, der hat schon stabilere Schiffe. Okay, das da gehört dann den General. Super. Eines unserer Schiffe wird geentert. Okay, die gehen dann weiter, so, hier. Im Rücken von ihm. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Da müsst ihr auch immer aufpassen, ne, dass ihr das nicht verpeilt. Eines unserer Schiffe wird geentert. Weil die die backen manchmal sehr fröhlich vor sich hin. Okay, der ist fertig. Die Römer sind bereit, ihre Pflicht zu tun. Sie gehorchen. Super. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Okay, dann du rammst mal Diesel da. Du kommst mal hier vor. Die kann mal ein bisschen weiter vor. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ja, die fahren ja oft einfach so rückwärts. Ein bisschen nervig. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Na komm. Zu euren Diensten, Unterstützungsschiffe. Auf sie. So. Gut. Gut, knapper Sieg hätte ich jetzt nicht gesagt, aber okay. Vor allen Dingen, also meine ganzen Kleinen waren schon relativ angeschlagen, aber die da hatten ja, die hatten, also die Rümpfe von denen waren noch komplett einsatzbereit, also knapp war es alle überhaupt nicht. So, gut, dann gehe ich mal wieder hier hin und back mir neue. Backen. In diesem Fenster. Oh, jetzt hör mal auf hier. Charakter eurer Fraktion. Aufge- so. Genau, der kann weiter marschieren. Tushpa. Ist auch unbeaufsichtigt. Dann. Ja, Nachtkämpfe. Ja, die mache ich mal. Ups. Schnell fertig. So. Wunderschön. Du bekommst auch was. Was habe ich dir gegeben? Moral für alle. Okay. Du bist ja 46, du bekommst mehr Kinder, bitte. Hinterhalt. Ja, komm, dann wirst du auch ein Hinterhalt-Typi. So, du. Warte, das können wir ja hier ein bisschen abkürzen. Und du rekrutierst dir jetzt hier
Ich habe gesagt, eine Gladiatorin und nochmal zwei. So, gut. Du bist schon marschiert, ja. Und dann haben wir, glaube ich, alles. Legion 2 bekommt noch was. Also nicht Legion 2, sondern mein Dude hier. Das ist eigentlich auch wurscht, weil der ist schon 48. 68, Entschuldigung. Genau, der macht das hier. Hier ist noch eine feindliche Armee. Ich muss hier auch nochmal eine Legion ausheben. Ui, was ist das denn für ein Ochse? Den will ich auf jeden Fall nicht verlieren hier. Prätorianer bekommt er aber nicht. Alter. 4. Evocati. So, und dann hole ich mir noch die da, damit der ein bisschen was gegen die hat. Also, wenn jetzt eine Fullstack-Armee kommt, die haben die normalen 7er Garnison, aber mit 4 Kavallerieeinheiten kann man schon sehr viel machen. Also, das ist schon mal ganz gut. So. Hier kommt die Flotte. Hier Flotte Lotte. So, mal schauen. Gibt es noch was zu tun? Oh, hier gibt es ja viel zu tun. Bam, bam. Ah, Tempel. Und das da. Dann hier bekommen die das da und das da. Und das war's. Klar. Von wegen war es das. Der Zivil für Minerva und hier das da. Dann Schildmacher wieder. Dann Jupiter und das da. Das war's jetzt aber. Gut. Also, dann würde ich sagen, schauen wir die nächste Runde an. Wobei. Genau, die habe ich nach hier geschickt. Damit die in Britannien ein bisschen aufpasst. Okay. Okay, und die scoutet nochmal. Hey. Ja, egal. Gut, nächste Runde. Passt. Halleluja. So. Ja, das war abzusehen. Ist der dumm? Also diese Flotte ist eine größere Gefahr als die da. Was eigentlich auch schon interessant ist. Aber ja, ich gehe zurück. Weil das, ja, bringt's nicht. Das macht er jetzt wirklich, oder? Wow. Das war echt idiotisch. Unsere Krieger dürsten nach eurem Blut. Und Hunger nach euren Frauen. Vielleicht könnte man sie mit... Nö. Ihr könnt mich gerne angreifen. Hab ich nichts dagegen, mein Herr. Meine Herren und meine Damen, bitte machen Sie das. Gut, wie schon... Nur die größten wagen es mit ihren Feinden. Wenn ihr das da nicht gemacht hättet, dann hätte ich angenommen. Aber so, selber schuld. Selber schuld. Gut, Legion 6
ist der, ich hoffe, der ist normal gestorben. Autorität und ein... Alter, das ist auch so ein heftiger Dude. Rang erhöht. Ein neuer Anführer. Kind ist geboren, natürlicher Tod. Oh nein, mein Kaiser. Oh nein. Mein Kaiser ist natürlich... Und Seuche? Achso, nicht bei mir. Wer ist denn jetzt der neue Kaiser? Spahn? Der da. Wo ist der? Der ist gleich daneben. So, das heißt, Prätorianer kommen jetzt. Gepanzerte Karte. So. Kommen jetzt zum Kaiser. Wie sieht's aus? Ja, schon viel besser. Ich warte noch eine Runde. Und dann, das Lustige ist, er verliert nichts, ne? Ist eigentlich ungewöhnlich. Normalerweise verlieren die ziemlich... Naja, genau, nächste Runde werde ich da angreifen. Ich gehe mal hier hin. Gut. Der ist, hat sich zurückverdünnisiert. Dann hole ich mir da, was hole ich mir denn da noch? Nochmal eine Evo. Warte, Adler habe ich nicht. Einmal Evocati bitte. Und was brauche ich noch? Ja, nochmal. Nochmal die. So. Dann werde ich hier mal die da aufräumen. Wir werden diese Siedlung im Namen Roms. Soll ich das spielen? Keulenherbaner. Also an sich. Der sagt 76%. Ja, komm, das spiele ich. Komm. Aber ich würde sagen, das machen wir dann. Oder diese Runde. Ja, komm, diese Runde noch. Dann wird es wieder eine volle Runde. Ja. Das, also Rom werde ich ja nicht mehr lange spielen, also bald ist es eh vorbei. Deswegen passt es schon. So, ich würde jetzt sagen, also hier ist der Platz, den wir übernehmen müssen. Ich würde sagen, wir... Upsi. Ui. Wir hauen unsere Kavallerie hier an die Seite. Und hauen unsere gepanzerten... Was ist denn los? Unsere gepanzerten hier. Die holen wir hier hin. Ah, das juckt jetzt voll. Naja, egal. Oh. Entschuldigung. Krächz. Gut. Dann aber bitte in. Alter. Okay, dann hier hin. Und ich trinke mal kurz was. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Uiuiui. Das hat vielleicht krass gejuckt. Edmund!
versteckten feindlichen Alter. Einheiten entdeckt. Junge, 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 was ist denn da los? So. Die machen mal ein bisschen Dampf hier. Gepanzerte Legionäre, komm halt. So, kommen bis hier vor. Die kommen bis germanische Langbogen-Dinger. Die kommen bis dahin. Mach mal hier so einen Buff. So einen Buff. Okay, die wollen anscheinend nicht schießen. Selber schuld. Dann werden halt einige sterben. Komische Leute. So, sehr schön. Hier passt es auch. Ja, hier gibt es eine kleine Verstopfung. Die kommen mal raus da. Da rein. Seite. Die gehen dahin. Die gehen dahin. Die gehen dahin. Die gehen dahin. Ja, wobei, die können ja hier drauf schießen. Die gehen so hin, die gehen so hin. Eine Kavallerie. Ja, okay. Kavallerie! Das ist halt hier jetzt blöd, weil die in den Rücken geschossen werden, deswegen muss ich da reinhauen. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Okay, das ist gut. Der General kommt mal auch vorbei. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Wir gehorchen! Verdammt, teuer Dienst! Komm an! Ja.
mischen die auch ein bisschen mit. So. Unser General wird angegriffen. Ah, das schafft er schon. Kavallerie! Schnelle Reiter! Kommandant! Nahkampf Infanterie! Bereit! Söhne des Mars! Eure Befehle! Ordinen! Befehle! Eure Befehle! Legionäre! Für die Götter! Mars, helfe uns! Edmund. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Das ist General! Schön. Die Römer sind bereit, ihre Pflicht zu tun! Rom ist unser aller Mutter! General! Velites! Feuer! Auf! So, sehr schön. Nahkampfinfanterie! Und fortfahren! Greift ihre Positionen an! Und schön. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Schön die letzten noch töten. Was auch interessant ist, das vergessen voll viele. Das wissen voll viele nicht. Dass in den früheren Schlachten, in den antiken Schlachten, war die Verlustzahl von den Leuten am Anfang, also während der Schlacht, relativ human, sag ich mal, also 10% maximal sind da gestorben während der Schlacht, und die größten Verluste kamen dann wenn der Gegner aufgegeben hat oder in Panik geraten ist. Da kamen dann die größten Verluste, weil eben die Kavallerie war damals eher dazu da, wirklich die Flüchtenden zu töten. Und dementsprechend, sobald die Formation aufgebrochen ist, war einfach nur Chaos und Tod und Verderben. Genau. Gut. Dann beenden. Gut, entscheidender Sieg, ja, von wegen, der gewinnt. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. So lange hat es ja wirklich jetzt nicht gedauert. Ja, okay, 12 Minuten, naja. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Gute Arbeit. Gute Arbeit jetzt, wie oft soll ich das denn noch machen? Gut, bis dahin, macht's gut, bye bye.